Ich weiß, was Sie denken. Wie viele Videos kann man denn noch über Amsterdam machen? Aber wenn man bei einem Amsterdam-Trip auf 2CB einen Escape Room macht und einen crazy Abend im Stripclub erlebt, dann muss man da einfach ein Video dazu machen. Der ursprüngliche Grund, warum ich dieses Mal in Amsterdam war, war ein Junggesellenabschied. Und bei einem Junggesellenabschied ist es natürlich ein Klassiker, einen Stripclub zu besuchen. Zuerst sind wir am Abend in so einen Stripclub gegangen, der nur 5 Euro Eintritt gekostet hat. Schon nach 30 Minuten sind wir wieder raus, weil es da viel zu eng war, die Frauen waren nicht hot und zu aufdringlich. Dann sind wir in irgend so einen normalen Club und um 3 in der Früh haben dann ein paar von uns entschieden, noch einen anderen Stripclub abzuchecken, der zwar 50 Euro Eintritt kostet, aber dafür richtig gute Bewertungen auf Google hat. Ich überlegte, ob ich wirklich jetzt noch 50 Euro ausgeben sollte für einen Club, der in 2 Stunden zumacht, aber YOLO regelte. Der Club überzeugte wirklich vom ersten bis zum letzten Eindruck. Es wurde einem direkt so der Mantel abgenommen und man wurde sehr vornehm nach oben in die erste Etage geleitet. Da konnte man sich gemütlich hinsetzen. Es wurden einem kostenlos kleine Snacks gebracht, die Frauen waren null aufdringlich und wenn man gewollt hätte, hätte man, ohne was zu zahlen, den einen Stripperinnen beim Pole Dance zuschauen können, während eine andere Stripperin neben einem sitzt und normal mit einem redet. Und ja, man konnte wirklich normal mit denen reden, weil die gut Englisch konnten, was eine deutliche Steigerung ist zu den 3 englischen Worten High, Private und Dance, die die Stripperinnen sonst so drauf haben. Ich weiß, man geht ja nicht in einen Stripclub, um zu reden, aber dadurch, dass man das konnte, wurde die Stimmung einfach ein gutes Stück entspannter. Wir haben uns dann alle genüsslich jeweils ein paar Lapdances für 20 Euro gegönnt und die waren schon sexy. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Irgendwann war es so 5 Uhr, die Zeit, wo der Laden eigentlich zumacht. Die Stripperinnen waren alle in der Umkleide, um ihre normale Straßenkleidung wieder anzuziehen. Als wir uns dann noch ein wenig mit dem Kellner und dem Barkeeper unterhielten, kam dann irgendwann das Thema auf, dass ich einen reichweitenstarken YouTube-Kanal habe. Die waren beide direkt voll begeistert, wie ihr in diesen Aufnahmen seht. Welcome at Bantan. Hey. Yeah. Bantan, Amsterdam. Wir sind hier gerade im Stripclub und die haben gesagt, sie wollen unbedingt in ein Video rein hier. Bantan Rules! Bantan! Und irgendwann waren sie dann so hyped, dass der eine voll energetisch zu der Umkleide der Stripperinnen gelaufen ist und der heißesten Stripperin von allen gesagt hat, dass sie jetzt gefälligst noch einen nicen Strip für mich machen soll, damit ich das für ein Video verwenden kann. Und damn, der Dance war übertrieben heiß und lang, aber ich kann euch auf YouTube hier natürlich leider nur die weniger sexuellen, zensierten Ausschnitte zeigen. In München war ich mal in einem Stripclub und da wurde mir von einer Stripperin das Handy aus der Hand geschlagen, weil ich ein Selfie gemacht habe. Und in diesem Stripclub haben die mich einen sexy Dance nur für mich filmen lassen. So wie ich das erzähle, hört sich das so an, als wäre es voll mein Ding, in Stripclubs zu gehen. Das ist es definitiv nicht. Ich war 4-mal in meinem Leben in einem Stripclub und nein, meine damalige Freundin wusste das und hatte damit kein Problem. Ja. Das war unser sehr crazy Erlebnis im Bonton Stripclub. An einem wunderschönen Morgen in Amsterdam entschlossen wir uns spontan einen Escape Room zu machen. Und damit ich dieses Erlebnis in ein Video von mir packen kann, naschte ich vorher ein klein wenig 2CB und Trüffel. Also so viel, dass ich eindeutig was spüre, aber nicht so viel, dass es zu trippy wird, um nicht sorgenfrei in einer belebten Stadt rumlaufen zu können. Hauptsächlich vernahm ich aber die Wirkung von 2CB, weil ich von den Trüffeln wirklich verdammt wenig genommen hatte. Ich rate strengstens davon ab, sowas nachzumachen. Mit 2CB habe ich inzwischen schon so viel Erfahrung, dass ich ungefähr weiß, auf welche Dosen ich noch klarkomme. Mal schauen, wie gut man ein Escape Room auf 2CB und Pilze lösen kann. Als erstes machten wir den Judgment Day Escape Room von My Escape Club und das war einfach nur verdammt geil, ganz unabhängig von den Drogen. Boah, das ist saugeil, das sieht aus wie in so einem Film gerade. Ach, hier ist irgendwas, guck mal. Hier Werkzeug. Oh, ja, 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 ja. Wir brauchen einen Chip von eben. Ich
war besonders gespannt, ob die Drogeneinnahme dazu führt, dass ich ein bisschen outside the box denken kann und ich somit besser Probleme lösen kann. Und ja, ich dachte tatsächlich outside the box, aber leider zu sehr outside the box. Besonders bei dem zweiten Horror-Escape Room, den wir direkt nach dem Judgment Day gemacht haben, habe ich lauter Sachen gemacht, die man nicht machen soll. Ich habe irgendwelche Fackeln von der Wand abgeschraubt, obwohl das eigentlich nur zur Dekoration gehörte, und es gab dann noch so eine Art Waschbecken in dem Raum und ich habe da so lange mit dem Finger rumgebohrt, bis ich so ein Loch ins Waschbecken reingemacht habe und da voll Wasser ausgelaufen ist und sich auf den Boden verteilt hat, was ich dann versucht habe, unauffällig mit dem Teppich wegzuwischen. Da das mein erster Escape Room war, kann ich natürlich nicht sagen, ob ich mich nüchtern groß anders verhalten hätte. Nüchtern wäre es, wie gesagt, auch Hammer gewesen, aber so zwischendurch die Wärme von 2CB zu spüren und alle Farben und Gefühle intensiver wahrzunehmen, war schon schön. Das Herausragende für mich an diesem Amsterdam-Aufenthalt war, dass ich zwar ein bisschen berauschende Substanzen konsumiert habe, aber keine davon war Weed. Wenn ich euch jetzt sage, welche unterschiedlichen Substanzen ich da konsumiert habe, kommt das irgendwie voll krass rüber, aber ich habe das meiste nur in kleinen Dosen konsumiert. Und dass dieses Video den Richtlinien entspricht, möchte ich hier nochmal ausdrücklich vor dem Drogenkonsum warnen. Er birgt viele Risiken, besonders wenn man sie unter 20 nimmt. Drogen wie Trüffel sind in Amsterdam zu 100% legal, also verstoße ich hier auch gegen kein Gesetz. Ich habe mir so Trüffel geholt. Jetzt ein bisschen Heroin wäre geil. Dieses Video ist aufklärerisch und ich wollte eben aufklären, wie der Geschmack ist von diesem Zeug. Die normalen Pilze, die finde ich, schmecken immer relativ ekelhaft, aber die Trüffel... Ja, auch nicht gut, aber wenn man die mit Nüssen vermischen würde. Ja. Das ist perfekt. Schokolade. Ich habe die Schrooms gerade im Restaurant liegen lassen und dann bringt mir der Kellner so nach. So, sind das eure Schrooms? Also der Kellner hat zwar gesagt, man sollte es mit Schokolade mischen, aber ich glaube, ich könnte mir Nüsse geiler vorstellen. So mit. Wir sind ja hier Safer Use, Leute. Also ich habe wirklich nur jetzt ganz wenige Schrooms gegessen, weil wir werden ja auch hier durch Amsterdam und so gehen. Wir sind hier so im Haus, wo so eine Treppe ist. Leute, das passiert, wenn man zu viel Edibles, in Amsterdam isst. Es ist 18 Uhr. Cool, wir sind hier gerade im Park. Meine Lippen müssen saniert werden. Hier ist kein DMT drin, lieber YouTube-Mitarbeiter. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob die Vögel krass sind. Und dass die Flugzeuge rumsprühen und uns vergiften, das macht ja, das macht in keiner Hinsicht für mich Sinn. So. Oh, jetzt geht's ab. Oh, jetzt höre ich's eindeutig. Holy shit. Ich hab Bock voll jetzt in den Regen rauszugehen. Es regnet gar nicht mehr, doch es regnet. Ich habe mich leider immer noch nicht ganz von meiner Trennung erholt, aber zu sehen, wie happy ich in diesem Urlaub bin bzw. war, obwohl ich da ganz alleine ohne Freunde unterwegs war, zeigt mir sehr gut, dass ich sehr bald in der Lage sein sollte, alleine glücklich zu sein. Das war ich ja auch vor meiner Freundin. Bald werde ich wie der gute alte Simon sein, der sogar bekannt dafür ist, besonders viel Glücklichkeit auszustrahlen. Was mich natürlich auch glücklicher macht, ist, wenn ihr diesen Kabal abonniert.